Wir sind hier in unserer Bundeshauptstadt Wien, speziell hier am Nussberg, wo der Fritz Wieninger seine Weine wachsen und gedeihen lässt. Für mich hat Wien etwas sehr Spezielles, und zwar diese Weltoffenheit. Hier kommen viele, viele verschiedene Kulturen auf einen Haufen, wo natürlich trotzdem dieser österreichische Kult immer noch bleibt. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Frau und meinem Hund Milo. Wir gehen auch dreimal die Woche zum Sport, zu einem Privattrainer, um einfach den ganzen Stress, der am Tag so auf einen zukommt, vom Bord geschmissen wird. Wir sind viel in der Natur unterwegs, gehen natürlich viel spazieren, gehen gerne in den Wald, auch gerne in die Weinberge. Wir können hier auf dem Glasal Wein sitzen und einfach den Tag Tag sein lassen. Ich würde meine Küche ganz einfach beschreiben: originell, detailverliebt, präzise und durchdacht. Es ist eine weltoffene, moderne Küche, die wunderbar in diese Hauptstadt passt. Man lässt sich nicht in irgendeine Norm oder von irgendwelchen Trends treiben, sondern man macht einfach sein Ding. Und das ist das, was uns am Ende auszeichnet, dass wir einfach unseren eigenen Weg gehen. Und das kannst du in Wien wunderbar umsetzen.